So, dann nochmal hallo zusammen. Eine neue Runde Euro Truck Simulator 2. Jetzt fange ich schon stottern an. Diesmal haben wir uns ein ordentliches Gefährt hier hinter drauf geladen. Das ist ein Caterpillar 257M, 45 Tonnen schwer, also noch schwerer wie das letzte, was wir gehabt haben. Und der muss nach Oberhausen. Also ist quer über die ganze Karte hier. Oberhausen hier. Bei Düsseldorf, Dortmund. Da oben. So. Und das letzte Mal waren wir ja da unten in Pau. Und ja. Also diese FS und so, die haben wir total fertig gemacht. Diese Straße, unmöglich. Schöne Landschaft, aber echt bescheiden zu fahren. Deswegen habe ich jetzt einfach mal eine kurze Schnellreise gemacht nach Stuttgart. Kann jederzeit wieder zurück. Um einfach da mal normale Fracht wieder zu fahren auf normale Autobahn, sage ich jetzt mal, die breit genug sind. Ich hoffe ja nicht, dass ich dann das gleiche Problem habe wie mit der Yacht damals, dass man die Kiste zu groß ist, aber ich glaube, von der Höhe geht's ja. Müsste gehen. Aber egal, jammern wir nicht. Schauen wir, lass mal losgehen. Sonst geht uns die Zeit aus. Und das wollen wir ja nicht. So. Und Gang rein und ab geht's. Jetzt erstmal hier da rauskommen. Der ist nicht leicht etwas breiter wie der Rest. So, lass mal schauen. Ja, ja. Okay, das klappt also. Jetzt gehen wir hier rum. Ah ja, okay. Also wir müssen schon etwas aushören. Also gut, kein Problem. Gelb ist nicht rot. Ne? Das ist schon ein Riesenteil. Ne? Na, ist der Auflieger auch noch so lang? Kommt er noch dazu? Was ist denn nur los? Hallo? Okay, jetzt versuche ich mal hier außen rum. Ja, das war ja klar. Hey, dann nochmal, du. Okay, schon wieder ein Strafzettel. Ich wollte eigentlich nur außen rumfahren. Diese Lindeimer da nicht wegfahren da. So, da ist jetzt grün. Okay. Mal schauen, wie nah können wir denn hier hin? Ah ja. Mal genau Ziele. Okay. Da müssen wir genau Ziele. Aber jetzt auf der Autobahnseite haben wir kein Problem.
Da mache ich schon Hilfsmittel einschalten. Also wenn wir ganz links fahren. Ah, da kommen wir rauf, okay. Okay, werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Das heißt, wir müssen die A8, dann die A5 Richtung Mannheim-Frankfurt, hätte ich jetzt gesagt. Na jawohl, Frankfurt. Und dann die, was ist das, die 45 Richtung Oberhausen-Düsseldorf. Also nicht die 3 hier unten Richtung Köln, sondern alles klar. Gut. Also A8 Richtung Mannheim-Frankfurt. Das müsste diese Seite sein. Jupp, passt doch, siehst du. Ah ja, wenn das so läuft, dann haben wir mal Zeit wenigstens vom Kaffee da. Bin mir immer nicht sicher, ist das jetzt dreispurig oder zweispurig? Also sobald ich immer wechsle, kriege ich immer eine Spurverengung wieder auf zwei Spuren. Na, mal versuchen wir es mal. Hoffe nicht, dass wir hier hängen bleiben. Nein, nein, das passt. Na, passt sogar sehr gut. Das ist die richtige Höhe, jawohl. Hey, jetzt aber langsam, jetzt sind wir bei 100. 90 Reihe da. So, jetzt kommt Dreieck Karlsruhe. Und dann müssen wir jetzt Richtung Frankfurt. Ne? Jawohl, da sind wir hier richtig. Das ist jetzt die 5. Genau, die 5. Die 5 Richtung Frankfurt. Jawohl. Jetzt Baden-Baden gestanden ist, das war mir jetzt nicht ganz klar. Weil Baden-Baden ist die andere Richtung, Richtung Basel runter. Naja. Wollen wir ja nicht hin. Tangiert uns ja nicht. So, alle weg. Ich komme jetzt. Jawohl. Kreuzwaldorf. Richtung Kreuzwaldorf, jawohl, 1000 Meter. Okay, wir bleiben da schön links. Aber hier wollen wir nicht ab.
Na, was ist los? Auf geht's. Jawohl, weg hier. Und nächste, was schleichst du hier? Schönes Ortchen, was ist denn das? Ein Riesengerät, ist ja herrlich. Rasthof Bergstraße. Okay. Also wir müssen nicht tanken. Alles voll. Fahrzeug repariert, gewartet, Tank voll. Alles gut, wir können eigentlich durchrauschen. So, wo müssen wir hin? Zeppelinheim. Zeppelinheim sagt mir jetzt nichts. Ah, wir müssen auf jeden Fall die 5 weiter. Kreuz Frankfurt, ne? Hätte ich gesagt. Jawohl. Wir müssen die Fahrbahn wechseln. So. Ah, doch, 3-spurig weiter. An den Schilder irgendwie immer nicht zu erkennen, oder ich weiß nicht. So, da steht auf der Schilder 4-spurig. Ah, okay, passt ja. Ups, mein Fehler, sorry, sorry. Ah, dahinter ist schon Frankfurter Flughafen, alles klar. Da geht eine hoch, eine Maschine, jawohl. Ah, hier ist schon Flughafen, guck. Uah, ich muss aufpassen. Sind wir irgendwo dagegen da noch? Ja. Ah, da ist Bankenviertel mit Commerzbank Tower und so weiter. Okay, der geht durch. Gut sogar. Ah, die ganze Skyline hier. Super. So, jetzt lassen wir mal sehen. Wir müssen immer an Oberkassel, Dortmund. Uff, jetzt muss ich aber überlegen. Ja, die A5 fällt eigentlich, ja. Genau. Sogar mit Graffiti und Alarmschutzwand. So, das glaube ich auch, dass du jetzt dahinter bleibst. Hey, wir sind doch hier, genau. Jawohl. So, habe ich total vergessen. Wir haben doch nicht Blinkelichti. Genau. Das soll jetzt nur noch hinter am Hänger hinter aus sein, dann wäre es okay. Haben wir das hinter? Haben wir leider nicht, ne? Ne, schade. Schade, ne? So, wo müssen wir eigentlich jetzt? Vielen Dank, ja, okay. Aber da merkst du aber schon, das ist Vollgas jetzt, bis der da hochzog wird wieder. Das ist ordentlich. Ach, aufpassen, Dortmund, Hagen geht jetzt. Oh, sind wir schon Richtung 45, okay. Dann müssen wir hier rüber. Dann kommen wir jetzt schon zu 45, gut.
wir mal keinen Quatsch da vorne, du. Viele Motorräder gerade. Richtung Duisburg, Düsseldorf. So schönes Licht wie cool. So, jetzt vor lauter gucken, wenn wir jetzt beinahe wieder falsch. Dieses Sightseeing und Selfie-Schießen ist einfach nichts. Also, es geht immer geradeaus. Und nicht so wie hier, dass wir einmal eine Spur enden, mal endet keine und alles so zack. Naja, die letzte Fahrt war ja ein bisschen chaotisch, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja.
Aber hier sieht schon mal besser aus. Jetzt wollte ich noch mal schauen. Jawohl, jetzt geht's auf die 1er. Und da sind wir ja schon da, ne? Uiuiui, das geht da ratzfatz. Alles klar. So, jetzt lass mal schauen. Ich muss. Was sagt's Navi? Bleiben. Also gut. Wieder schlimm gerade mit dem Stocken, ich mag es gerade. Der ist echt grausam. Jetzt geht's wieder, ne? Aus, ist dann besser. Ah, nicht wirklich. Naja. Nee, das befriedigt mir noch nicht ganz. Dass das über Einstellungen gemacht haben. Aber ich hasse das immer, wenn ich die Einstellungen zurücknehmen muss. Ich meine, die Grafik sieht so auch noch ordentlich aus, aber das muss nicht sein. Ja, jetzt müsst ihr entweder anfangen, hier eine zweite Grafikkarte hineinmachen, da sind SLI verbunden. Und wenn das denn was bringt, sollte ja etwas bringen. Also ja, oder muss hier eine von den größten, so 1080er reinmachen. Aber das stellt mir jetzt ein Player, die kostet 700 Euro. Und ich bräuchte sie nur für Euro Truck Simulator, das finde ich halt schon ein bisschen hart. Also nichts jetzt gegen Euro Truck Simulator, aber jetzt andere Spiele, wo die Grafikkarte mehr fordern. Aber trotzdem zieht er mir die FPS runter ohne Ende. Du. Naja. Ich muss das mal schauen mit dem anderen Profil. Wie es dort aussieht. Aber da habe ich das die. Da habe ich jetzt immer mit den 60 FPS gut zurechtkommen. Das muss ich mal versuchen. Ja gut, da ist auch ein Pro-Mods drin. Ja. So, Oberhausen. Dann ist das Zentrum sein, das Einkaufszentrum. Das sieht man ja jetzt nicht. Ne.
schauen, dass man das Ding Abkleber kriege hier. Wahrscheinlich doch auf der Baustelle, vermute ich jetzt mal. Ich dachte was. Okay. Jetzt brauchen wir wieder Hilfsmittel. Uiuiui, was ist denn jetzt los? Was war denn das jetzt da? Was war das jetzt? Überhaupt so hinkriegt. So, einmal rückwärts. Naja, passt doch. So. Der Mann, der Einfahrt da gemacht hat, keine Ahnung da. Jetzt hat er wie vorne hochgeluft, der konnte ja gar nicht mehr linken. So, jetzt haben wir Level 21. Ein paar Dollars dazu gekriegt. Oder Euro. Naja, schauen wir mal, was wir von hier oben kriegen. Vielleicht machen wir auch Schnellreise. Mal schauen. Am Geld liegt ja gerade, das haben wir ja gerade jede Menge. Und ich kaufe mal hier Garage und beam mit uns woanders hin. Beam me up, Scotty, ne? Bis zum nächsten Mal. Bye bye.